Einzigartige Pokalstimmung in Mannheim. Lange Schlangen in Sandhausen. Derbyfieber in Kaiserslautern. Das DFB-Pokalwochenende bot für die Akteure auf dem Rasen eine ganz besondere Feststimmung. Für so Spiele spielen wir Fußball. Also gerade jeder Fußballer, der auf dem Platz spielt, freut sich über so Fans, die hinter einem stehen. Und das freut uns auf jeden Fall. Ja, fantastisch. Fantastisch. Feiern ja jetzt noch draußen. Also unglaublich, ja. Wenn die Stimmung zu Hause geil ist, das macht einfach riesen Spaß. Und das hat man heute gesehen. Das war einfach eine geile Stimmung im Stadion. Ja, es war überragend. Also wir haben auch die ganze Zeit in der Kabine gesagt, wir hoffen, dass das Spiel angepfiffen wird. Das stand aber lange Zeit auf der Kippe. Ein Unwetter sorgte für einen Stromausfall am Hartwald. Erst mit 45-minütiger Verspätung wurde das Duell gegen Borussia Mönchengladbach angepfiffen. Das ist natürlich vor dem Spiel dann irgendwann doch so ein kleiner Spannungsabfall für ein paar Minuten zu erkennen. Das ist ganz klar. Du gehst dann wieder raus, musst dann wieder rein, dann kommst du nochmal raus, wieder rein. Dann heißt es auf einmal, es sieht eigentlich ganz sicher so aus, als ob das Spiel nicht angepfiffen wird. Von daher war das natürlich schon ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ja, wir haben das Beste draus gemacht. Am Ende hat es für den SV Sandhausen trotz eines aufopferungsvollen Kampfes nicht geklappt. 0:1 hieß es am Ende gegen Borussia Mönchengladbach. Die größte Überraschung gelang dem 1. FC Kaiserslautern mit einem 2:0-Sieg gegen Mainz 05. Hoffenheim tat sich beim 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen in Würzburg schwer. Und der SV Waldhof Mannheim verlangt im ersten DFB-Pokalspiel seit 16 Jahren beim 3:5 gegen Eintracht Frankfurt den Gästen alles ab. Ich denke, da war auf jeden Fall mehr drin gewesen, gerade wie wir gespielt haben, gerade in den Anfangsminuten. Wir haben uns viel vorgenommen, genauso spielen, wie wir in der Liga auch spielen wollen. Und es war natürlich super, dass wir dann 2:0 führen, aber irgendwie das Ding über die Zeit bringen, ist uns leider heute nicht geglückt. Heute Abend könnte noch der Karlsruher SC gegen Hannover 96 in die zweite Runde einziehen. Der SVS möchte am Freitag gegen Nürnberg den positiven Trend fortsetzen. Die Roten Teufel empfangen Braunschweig und Mannheim ist auswärts in Jena gefordert.